Nicht jetzt. Jetzt gibt es so schöne viele Survival-Crafting-Farming-Spiele. Nee. Was wollten wir machen? Irgendwas wollte ich machen. Oh. Oh nein, es fängt wieder an. Ach so, nee, das kann doch was. Wooden Lamp Post. Wooden Lamp Post. Kann ich das? Wooden Lamp Post. Ich habe nur eine Street Lamp. Hab nur eine Straßenschlampe. Oh, stimmt, wir müssen gießen. Weil der gießt nicht zuverlässig. Und Musik brauchen wir natürlich. Aber gerade sagen, ist ein bisschen leise hier, ne? Epidemic Sound. Mal gucken. Hallo Demi-Dad. Stinken, wir stinken gar nicht. Wir sind sauber. Wir sind voll sauber. Ich schwöre. Ich schwöre auf Dings. Auffüllen. Und schüttel, schüttel. Und oben schüttel, schüttel. Schüttel, schüttel, schüttel. Und unten schüttel, schüttel. Schüttel, schüttel, schüttel. Und links schüttel, schüttel. Schüttel, schüttel, schüttel. Und rechts schüttel, schüttel. Schüttel, schüttel, schüttel. Und oben schüttel, schüttel. Schüttel, schüttel, schüttel. Was war das nochmal? Und wieso habe ich davon Ohrwurm? Die Cannabis-Plantage. Nee, das sind Tomaten und ich weiß, Zwiebeln. Ah, ich weiß es wieder. Da war. Rainer war da. Hey. Hallo, Rain. Ach, Rain, nicht Rainer. Oh, hey, how can I help you? Ich will Chen Chen. Oh, es gibt Wassermelonen. Okay. Brauchst du was? Logging License. 2 Gumwood Plank. Ja, auf jeden Fall. Natürlich, Rain. Habe ich doch bestimmt schon. Gumwood Plank. Hier, Rain. Chat. Hier, bitteschön. Ja. Bonza. Cosplay Party. Du wolltest als du gehen. Nee. Du musst was Cooles machen. Mit Wodka füllen. Hier ist nur noch Wodka besorgen und schon kann die Party starten. Wow. Wow. Was krieg ich? Braune Sandschuhe. Okay, wie sehen die aus? Hier. Hä, die sind doch gar nicht braun. Brown Sandshoes. Chat, das ist doch. Also, nein, ja, was cool. Mann, was cool. Oh Mann, ich mach etwas Außergewöhnliches. Als was man nicht jeden Tag geht. Das ist doch nicht braun, das ist türkis. Was geht hier mit der Musik ab? Sommer. A spread to nearby space position. One, one. Can up to 4 offshoots. Ach, die Sohle ist braun. Aber die ist doch schwarz, oder? Ist das andere braun? Ach so. 770, ja klar. Aber wir haben jetzt Sommer, das ist blöd, ne?
Ich kaufe schon mal 10 für nächstes Jahr. Oh, da bin ich aber optimistisch. Packe ich auch hier. Nee, packe ich doch nicht hier hin. Vielleicht sollte ich noch eine Kiste bauen. Oh. Aua, aua. Mann, nie. Okay. Das wird wieder ewig dauern. Und dann bei 7 Days to Die auch wieder. So, Kiste. Das ist eine Kiste. Was brauche ich? Palmwood Plank und Nails, okay. Nägel und Palmwood Plank. Nägel und Palmwood Plank. Ich mache einfach mal. Wikinger-Kostüm, das ist aber cool. Wikinger-Kostüm ist cool. Kannst du nicht als irgendwer, als irgendwer von Assassin's Creed Valhalla gehen damit? Oder als jemand von Vikings? Wäre so das, was ich machen würde. Nee, da wollte ich eigentlich gerade gar nicht hin. Oder hier hin? Ich glaube, ich mach mal Holz weg. Ich glaube, ich packe das mal woanders hin. Upo. Palm Tree Seeds, Gumnut. Damit wir hier mal ein bisschen mehr Ordnung kriegen. Stone. Copper Ohr. Obwohl, da können wir 2 genau von machen. Dann machen wir das auch. Tin Ohre. Das passt schon. Nehme ich das und das noch weg. Oh, wir haben noch eine Blume dabei. Die kann auch noch weg. Watermelon Seeds können auch noch weg. Die Schuhe und die Hose können hier hin. Was ist mit der Musik jetzt los? Die Haare machen. Da verdampft sie wieder unseren Pool. Es tut mir leid, Bademöhre. Cooked Prime Meat. Das wollte ich ja nicht verkaufen, weil der so wenig Geld dafür gibt, richtig? Der war da ja so geizig. Das würde ich gern machen. Alter, die Katze schnurrt da mein Dings zu. Die Buschlime ist aber noch nicht gekocht, ne? Trefft euch doch mal in der Mitte bei mir. Aber dann muss doch Demi dann wieder zurück. Stimmt, Perücke schicken. Perücke schicken. So, Timber. Und nasser Daumen. Ach, ich bin ja zu Hause. Was ist mit euch? Perücke könnte ich auch mal wieder tragen, ne? Eigentlich mal wieder andere Haare dann. Rosa oder so. Hä, weg da! Weg da! Mein Essen! Oh, warte mal. Das war gerade, glaube ich, fertig, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Ich habe Krokomiet. Brauchst du eigentlich was? Ah, ich habe ein Green Flanelletten-Shirt. Was ist denn hier? Ich kenne Flanellhemden, aber Flanelette? Klar. Aber green and warm. Das
Grün überzeugt mich halt nicht so. Oh, aber das ist gar kein Grün, das Türkis. Und Karo, zu meinen Punkten, perfekt, ja. Nein, ich muss Rosa wieder anziehen. Es ist ja noch Sommer, das können wir im Herbst anziehen. Also, ich habe hier das da für dich. Oh, ich habe aber viele Buschlimetten. Fried Egg wollte ich auch behaupten. Ja, dann nimm das. 5250. Kein Holzfällerhemd, schade. Aber nah dran. Nah dran. Den Stone Grinder haben wir. Den Furnace haben wir noch nicht. Die Torch, wie viel kostet die? Also steht da drin. Ja, für 6000 nehmen wir die mal, oder? Kostet halt mehr als die Tischsäge. Was ist Mine Pass? I can sell you this until you have a deep mining license. Was? Deep mining license. Okay. Wie mache ich das jetzt? Die geht kaputt. Alter, hier geht alles kaputt. Hallo. Brauchst du was? Oh, wow. Du hast 3 Cooked Prime Meat. Da war die Schubkarre, glaube ich, drin. Soll ich auch mal wirklich unser Prime-Meat geben? Okay. Das ist Geld. Oh. Ich wollte eigentlich über die Lizenzen reden. Deep Mining License. The Mine Deed and allows access to the Deep Mines. Ja! Ja! Okay, 1355. Better Weapons. Toolbelt Slots. Nee. Ich glaube, ich nehme die Hunting License. Ja. Damit wir weiter schöne Alpha-Tier. Kopperspier, Alter. Verkauft Omi dann auf eBay für 5 Millionen? Ja, ich glaube auch. Tief ins Gehirn hinein. Ja, bei Oma halt nicht, ne? Da geht's nicht tief rein. Wie viel kostet denn so ein Speer? Hier. Ich dachte gerade, das wäre ein Speer. Das ist eine Schaufel. Palmwood Plank. Ja, die habe ich erstmal weg. Oh, ja. Dankeschön. Toll macht ihr das. Ganz toll. Ganz fleißig. Super schön. Bin sehr stolz auf euch. Entschuldigung. Sind da Eier drin? Nee, ne? Okay. Palmwood. Plank. Da ist noch nichts drin. Palmwood. Plank. Nehmen wir alle, weil ich nicht weiß, wie viel es waren. Dann tun wir das dahin. Und dann machen wir erstmal so ein Überspeer. Speer. Aber dann können wir auch nicht. Hier, ne? Den Speer erstmal hier hin tun. Eine Hardwood Plank. Wow. Keine Bäume mehr für Tamat. Nein. Nein. Die standen im Weg. Konnte ihre Pracht nicht begutachten. Mann, ich hatte schon einen dabei. Mann, jetzt hat er den Angefangenen nicht genommen. Mann. Eieieiei. Shovelforge. Eine Pickaxe würde ich nochmal kaufen, glaube ich. Ich glaube, eine Pickaxe wäre gar nicht so schlecht. Hallo, tschüss. Basic Pickaxe. Jo. Danke. Und jetzt hätte ich gern noch die Minenlizenz da, den Pass da. A one-time pass to use a mine elevator. Ja.
Ich meine, man muss alles ausprobieren. Und wie mache ich das? Ich glaube, ich habe es noch nicht gefunden, ne? Egal, die Eier wollte ich noch machen. Erstmal doch. Oh, einmal, was war das? 25.000. Kann man runter, aber nie mehr raus. Also rauf, ja. Ja, ja. Ich schätze. Zumindest klingt das so. Was wollten wir denn machen? Den kann ich auch noch kochen. Vor allem kann ich mal die Äpfel ernten, ne? Gott, Apfelernte, endlich. Hat Jahre gedauert. Hä, was ist denn hier los? Da lagen einfach zwei Knochen rum. Schön. Nee. Ich meine, es ist schon eine gute Apfelplantage, ne? Ja, das passt schon. Da brauche ich nicht noch mehr. Aber wisst ihr, was weg kann, das da? Das ist ja nur im Weg gewesen. Blitze und Donner sind zurück. Ich will auch Blitze und Donner. Schön fleischige Äpfel auf jeden Fall. Herr Pool für mich. Hey. Nee, nicht so egoistisch, bitte. Wir müssen alle miteinander teilen, okay? Boah, ich habe keine Lust, sie alle zu braten. Kann ich einen Koch einstellen? Also. Ja, wie? Wie Tofull. Hä? Wollte ich ihn gerade essen, aber mein Magen ist doch nicht voll. Okay, hier kommt Essen rein. Weil ich keine Lust habe, mehr zu braten. Bin ehrlich, es tut mir leid. Kaktusfick. Und die gebratenen Äpfel verkaufe ich gleich noch. So. Hallo, Amboss. Ich wollte dir was verkaufen. Und zwar mega coole Sachen. 4.510. Das sind Premium-Äpfel, wollte ich nur mal erwähnt haben. Das sind die richtig guten Äpfel. Die richtig, richtig guten. Sag mal, mit dem Kescher, ne? Wie viel haben wir denn davon noch? Oh. Ich glaube, genug. Ich glaube, wir werden gerade so damit klarkommen. Aber gerade so. Stimmt, das T-Shirt können wir auch weg. Ich will halt gern noch so angeln oder so. Termin. Aber eigentlich brauche ich auch. Nee, nicht die Ho. Nee. Eigentlich brauche ich die Sense, weil ich eigentlich noch Grassamen sammeln muss. Wir haben halt fast kein Futter mehr. Und es ist schon wieder so spät. Schon wieder 4.31 Uhr. So, da. Wir müssen die Woche übrigens gucken, dass wir trotzdem Eimer wieder reinkriegen, ne? Lawn Morning. Nein! Wir müssen da schon mal weiterkommen, ne? Wie viel habe ich schon? 18. Wir müssen halt Stray fertig kriegen. Wenn Stray fertig ist, dann haben wir ja wieder Zeit für so ein. Ist jetzt gar nicht so storylastig, aber es zählt für mich als Storygame. Und Swansong. Ja, Swansong hat jetzt also so schon lange, so lange schon ausgesetzt, dass es. Also, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, ne?
Sag mal. Also wenn ich mir was wünschen könnte bei dem Spiel, wäre das bitte nicht mehr so klankig Steuerung. Hallo, Lisna. Bisschen geschöpft. Klauen darfst du jetzt Äpfel teilen, indem du sie verkaufst. Tja. Ich muss mich halt auch an die Umstände anpassen, weißt du. Es tut mir leid. 33. Das heißt, wir brauchen noch 7. 7. 7. Schmieben. 5, oder? 4. Hab schon einen reingesammelt? Okay. 3. 2. Und wirklich noch einen. Okay. Nein. Nein. Hä, wer hat da wen umgedruckt? Was ist da hinten passiert? Hallo? Ey, Leute, was ist da hinten passiert? Ich hab das gesehen. Das war ja furchtbar. Nicht sorry, dass ich mir gefallen, wie jetzt noch der Kopf von dem ganzen Miau. Miau. Ja, aber. Bruder. Blubbert da nicht was? Nee, das war nur so. Doch, da blubbert doch was. Da hat doch was geblubbert. Da blubbert doch immer noch was. Ach, da ist sie. Warum immer im Dunkeln angeln? Ja, weil tagsüber die Zeit so schnell vergangen ist, dass es dann schon wieder dunkel ist. Warum wird es denn immer dunkel? Das ist die einzig wahre Frage. Es passt aber die Musik gerade so ein bisschen dazu, ne? Oh, das habe ich ja gut geworfen. Hier sind so viele Fische. Das ist doch gut, dass ich im Dunkeln angel. Außerdem die Bacardis, die gibt es nur im Dunkeln. Die Bacardis gibt es nur im Dunkeln. Eine Geschlechtsumwandlung machen? Ich niemals. Tatsächlich niemals. Nein, schon wieder was fürs Museum, mein Geld. Okay. Schön. Danke für den Versuch, Klippi. Mein Bild, yeah. Aber für dieses Museum. Alex aus Onan. Okay, und jetzt da rein. Ein Yabbi habe ich gefangen. Also eher gesammelt, aber... Kann man das Spiel eigentlich heller machen? Ach, du hast doch Babys. Wenn es im Pool blubbert, nicht tauchen. Zumindest nicht, wenn noch jemand drin ist. Das stimmt. Am besten auch nicht in der Badewanne, ne? Ich dachte gerade, was ist das für ein Riesenfisch da drin? Das war nur der blöde Hund. Der Diggo meine ich. Raum dunkler machen. Eigentlich gute Idee, ne? Aber gibt es nicht. Nee. Schade. Hä, meine Badewanne ist riesig. Ey, meine Badewanne ist wirklich riesig. Ich dachte, die wäre voll winzig. Aber das wirkt nur so, weil das Badezimmer so groß ist. Zeig Badewanne. Die ist leider nicht hier im Streamingzimmer. Oh. Auch wenn es vielleicht förderlich wäre. Also so aus Pool-Stream-Sicht. Hab gehört, das funktioniert ganz gut meistens.
Ich bin nicht klein. Frau dich kannte, klingt jetzt halt wie Bernd das Boot. Also, so Geschlechtsumwandlung. Ich meine, jeder soll machen, was er will. Und was er für richtig hält vor allem. Nicht, was er will, sondern was er für richtig hält. Wo er denkt, dass es ihm hilft. Also, ich kann mir nie vorstellen... Also, ich kann mir eine Geschlechtsumwandlung nie als Lösung für, vorstellen für Probleme. Aber ich bin halt auch überhaupt nicht da in dieser Materie. Also, ich bin... Oder beziehungsweise nicht mal Materie, sondern einfach nicht davon betroffen. Dass ich mir das gar nicht vorstellen muss, Gott sei Dank. Aber... Ich hab einen Pool. Ja! Also ich glaube nicht, dass es für mich eine Lösung wäre. Sagen wir mal so, ich fand Olivia Jones schon immer viel zu cool, als dass das keine Option gewesen wäre beispielsweise. Vielleicht eine Meinung gemacht haben, es jedem sein zu überlassen. Vor allem ist das auch extrem teuer. Und extrem... Krass. Also extrem, also eine extrem radikale Änderung. So, du entscheidest dich halt, dass du deine Fruchtbarkeit nimmst. Also, wenn du das eh nicht mehr hast, okay, aber, oh, mein Balken wird wieder größer. Ich weiß nicht, also, ich sag nicht, dass es für niemanden die Lösung ist, aber für mich wäre es niemals eine Lösung. Ein Bademeister für den Pool. Ich dachte, Bademöhre macht das. Bademeister, Bademöhre. Ist ja ihr oder seine Entscheidung. Ja. Das trifft es ganz gut. Jeder Mensch kann selbst entscheiden. Es ist halt nichts, um zumal eine Woche testen. Und vor allem bin ich gespannt, wie die Langzeitstudie sein wird, ob Leute wirklich auf lange Sicht sagen, dass das eine gute Entscheidung war. Das interessiert mich. Weil ich... Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Geschlecht so eine Riesenrolle spielt. Wisst ihr, was ich meine? So, mir wäre es einfach egal, ob ich Mann oder Frau bin. Weil ich halt nichts von diesen Rollenbildern. Ich kann als Mann genauso feminin sein wie die femininste Frau der Welt und ich kann als Frau halt auch genauso maskulin sein wie der maskulinste Mann der Welt. Aber das meine ich mit, ich bin halt überhaupt nicht da drin. Also. Deswegen kann ich mir das halt einfach nicht vorstellen für mich. Also ja, Männer, die Frauen wollen einfach krass aussehen. Ja. Geht. Also. Ich finde jetzt, asiatische Männer sehen gar nicht weiblicher aus als andere. Aber ich glaube, das ist halt diese Gewohnung. Also Gewöhnungssache. Oh, ja, das ist ein Bacardi. Chat, das ist ein Bacardi. Ich will den haben. Hallo, Bacardi. Hä, Bacardi? Will der mich verarschen? Das sind meine 16.000. Waren doch 16.000, oder? Femininer als viele Männer und trotzdem bin ich ein Heteromann. Eben. Also, ich finde halt... Geschlecht ist was Stupides. Das Einzige, was es halt ändert, ist, ob du beispielsweise deine Tage hast oder nicht. Das ist so der Unterschied. Bacardi sind 16k. Ja! Bademörster. Mehr passt bloß... Also, Human Eyes. Hä, du bist doch unser Bademörster. Wir brauchen dich alle. Wir müssen doch für die Sicherheit sorgen. Unser Pool ist tief und Oma muss echt oft. Immer noch Sachen als typisch weiblich und männlich definieren. Ja, das finde ich halt ist auch eine Problematik, die wir einfach haben, die einfach absoluter Bullshit ist. Ups. Ja, das mochtest du nicht, ne? Entschuldigung, Fisch. Können wir es nochmal versuchen? Wenn Omi reinfällt, bitte weggucken. Nee, rausholen, damit die da nicht reinpinkelt. Können wir auch mal einfach eine Windel anziehen? Wo ist der Fisch hin? Ach, da ganz hinten, oh mein Gott, nee. Oh, ich sehe was. Oh, da blubbert's. Können wir Omi dann Möhre nicht
Nur zu lange unter Wasser drücken? Ja. Ja. Und dann bin ich Oberhaupt der Stadt. Und dann arbeiten die anderen für uns. Und wir sind entspannt an einem noch viel größeren Pool, weil ich den einfach ausbauen lasse. Was sagt ihr dazu? Und werden halt Cocktails gebracht und so. Wartet. Angeln und Tütchen lesen. Niemand wollte einen Rettungsring haben. Das ist gemein. Ich sag mal. Abstempel sind meistens viel geiler als die Dinge, die man als typisch männlich abstempelt. Andersrum kann man es genauso sehen. Wobei man muss halt schon sagen, also wenn man jetzt wirklich, wirklich stereotyp, klischeehaft so richtig tief in die unterste Schublade greift, ne? Ja, dann glaube ich, sind Frauensachen cooler. Weil Männer ja dieses männliche Anschaffen machen mussten. Also jetzt nicht das anschaffen, sondern halt, also Arbeit verrichten. Jeden beschützen, auf Jagd gehen und so. Und Frauen waren halt trotzdem die, die halt eher so diese kommunikativeren Sachen machen durften. Weil wenn du halt eine Mutter bist mit einem Kind, dann musst du halt auf dein Kind aufpassen. Und dann bist du halt bei den Müttern, die auch auf ihr Kind aufpassen müssen. Wollte der Sohn von einer die Nägel lackiert haben und hatte aber Angst vor den Reaktionen von Freunden und dem Vater. Da posten Männer ihre Nägelbilder unter dem Post und das war so cool. Boah, ich finde das mega cool. Wirklich, ich finde sowas mega cool, wenn einfach dieses, ja, aber das finden ja dann alle scheiße. Und dann ist so, warum? Ist doch ganz normal. Boah, ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendein Content Creator hat irgendwas erzählt von wegen, ja, irgendwer meinte so, ja, eine Frau? Ja, ihr als Männer nehmt nicht nur die homosexuellen Männer weg, sondern jetzt auch noch unseren Nagellack? Irgend so ein Bullshit? Alter, wie viel? Warte mal. Wir haben 4 Bacardis. Richtiger Mann, gibt's nur Autos, Bier und Grillen und Fußball, klar. Das anschaffen ist auch Arbeit verrichten. Ja, ja, ich meinte jetzt dieses wirklich typische, ja, du musst den Hirsch töten und das Fleisch auf den Grill legen. Und dann musst du noch ein Feuer anzünden, damit die Bären nicht kommen. Das meinte ich eigentlich. Also deswegen meine ich ganz tief in die Schublade greifen. Wir kaufen auch mal die Stadt ab, oder? Wir müssen anschaffen. Nein! Gerne auf Kinder aufpassen. Das ist so Classic Frauenschutzhaft. Eigentlich gar nicht mehr. Mein Bruder passt auch auf die Kinder auf. Und die Frau. Also er geht auch arbeiten, aber er halt Teilzeit und seine Frau Vollzeit, weil sie einfach mehr Geld verdient und deswegen passt er heute auf die Kinder auf. Alter, was ist das für ein fetter Fisch? Noch ein Catfish. Ich weiß, Wels, aber es passt so gut, weil wir Stray gespielt haben. Hier. So. Ich tue mich eher abschaffen. Oh nein, das klingt traurig. Als wenn Frauen nicht auf Jagd gehen, bin einmal aus Versehen in den Winterschlussverkauf geraten. Das war schrecklich. Oh nein, Lurker. Erzähl uns von deinem schrecklichen Erlebnis. Und noch ein Bacardi. Okay. Ja. Ich brauche den Knochen nicht. Alter, was ist das für eine Angelnacht gewesen? Guckt euch das mal. Ich habe 2 Cola, Tauschgeschäft. 2 Cola gegen einen Bacardi, ja? Walla Rente. Aber definitiv. Ach so, ist schon wieder so dunkel, ne? Wir müssen nach Hause. Sonst ertrinken wir. Ich finde, wir müssen aufhören, uns von Stereotypen irgendwie
abhalten zu lassen, das zu machen, was wir wollen. Und was wir vor allem auch... Nein! Nein, kein T-Rex! Hä? Hä, alle gegen den T-Rex! Alle gegen den T-Rex! Hä, Hunde, jetzt macht mal was! Hä, nicht den Hund! Hab ihn! Pockets full of sunshine, ja? Ich tu mal die Buschlimetten weg. Hä, nicht die Buschlimetten aufsammeln, ich will's Fleisch. So, gut. Hallo, Herr Tee. Wer trinkt Bacardi Pur? Kann man das mit Bacardi Cola nochmal erklären? Ist das jetzt eine Fischsuppe? Scheinbar. Also, vielleicht ist auch der Fischsaft, wenn man ihn lang genug stehen lässt, einfach Alkohol. Oh, Mini-Eis, geil. Sharon ist eh viel besser. Oh, blubbel, blubbel. Also das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir nach Hause kommen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich esse noch mal eine Sache, damit wir schneller sind. Ich lasse die Spinne mal Spinne sein. Warte mal, ich habe schon wieder nicht... Oh nein, wir laufen falsch, nur weil ich das wieder nicht... Oh. Pupst du dir gerade deinen Weg heim? Ja! Nee, ich schwitze eigentlich, glaube ich, eher. Also ich glaube, ich schwitze, wenn ich müde bin. Ich glaube, ich pupse nicht, wenn ich müde bin. Aber da können wir gern gleich nochmal drauf achten. Sie wird eh gleich wieder anfangen. Fischsaft, ich habe da Fragen. Stell sie lieber nicht. Da, ich glaube, ich schwitze eher. Es geht eher vom Kopf aus als vom Hintern, oder? Obwohl, warte, das war das Wasser. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt. Es könnte alles und gar nichts sein. Wir werden reich. Okay, wir gehen jetzt schlafen. Gehen dann ins Museum. Geben alles ab, was wir abgeben müssen. Müde Pups. Stimmt, ich habe noch gemeint nebenbei. Ich war gemein. Hey.